Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Und ja, willkommen in der Fassanerie. Was gibt's denn heute? Der schönsten und besten Herberge in ganz Toussaint. Ah, es gibt schöne Sachen, aber brauchen wir erstmal alles nicht. Spielen wir lieber Quint. Um 50. Ich weiß, du hast zu tun, aber... Ein Ründchen Quint? Das ist eigentlich auch geil, ne? Gerade in so einer Herberge, die wahrscheinlich wirklich zu tun hat, spielt die erstmal eine Runde Quint. Und wer kümmert sich dann um die Gäste? Oh, Monster. Monster sind aber immer unangenehm. Wenn Monster gut drawn und eine gute Stachhand haben, dann ist es schwer dagegen zu gewinnen. Zumindest wenn die gute Decks haben. Aber bisher hatten die eigentlich alle gute Decks. Okay, dann legen wir erstmal Monster, 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 verbrennen, Finte. Ich glaube, Monster haben keine... Monster haben keine Spione. Ich habe aber einen und ich hoffe, dass ich noch einen nachziehe. Leider nein, leider gar nicht. Ja, ich hab's, also mir wäre es ganz lieb, wenn da so ein paar von diesen blöden, wobei die Kombo ist jetzt lächerlich, weil die macht da gerade mal drei, aber wenn er so ein paar von diesen Kombo-Dingern hier wegmachen würde, das wäre mir schon mal ganz lieb, weil ich wahrscheinlich die erste Runde abgeben werde. Was? Er spielt jetzt den aus, oder sie spielt jetzt den aus? Was ist das für eine Verschwendung? Wie dumm ist das denn gewesen? Naja, ich spiele doch die letzte 10 aus. Habe ich zwei was zum Wiederholen. Das war ja richtig bescheuert. Krass. Nur damit er jetzt das Horn einsetzen kann. Ich meine, ich bin froh, dass er so blöd ist und sich das hier... Ich kann natürlich auch Verbrennen jetzt einsetzen. Nee, ich glaube, ich will ja die nächsten beiden Runden gewinnen. Da wird mir das mehr helfen. Wie dumm war das denn gespielt von ihm? Oder von ihr? Den Effekt dann verschwendet. Und Horn auch weg. Also ich bin erstmal ganz zufrieden. Ah, und er lässt den Spion dann liegen. Das haben wir auch Glück gehabt, dass jetzt den Vierer nur, dass er Vierer nur liegen bleibt. Mein Gegner passt! Wie geil ist das denn? Jetzt muss ich kurz überlegen, was nehme ich denn da? Scheiße, jetzt muss ich echt so eine teure Einheit hier nehmen. Ich habe leider keine kleine. So, dran denken, verbrennen, verbrennen. Du musst verbrennen ausspielen, bevor du krassen Scheiß aufs Feld legst. Okay. Ein 6er-Blatt machen, das ist nicht so ganz nach meinem Gusto. So, jetzt, wenn jetzt jemand wiederholt, habe ich ja schon eine 10er-Einheit draußen. Fuck! Ich werde erstmal klirrende Kälte ausspielen. Okay, was holt sie jetzt wieder? Ich werde immer noch nur die 6er kaputt machen, aber ich kann jetzt eigentlich. Moment mal, nee, ich kann ja meine Hörner vorher ausspielen, ist ja egal. Die landen ja hier und hier, das weiß ich ja jetzt schon. Okay, das ist egal, das ist wieder ein paar Einheiten. Ach ja, ich Trottel kann mir noch eine gegnerische Karte wiederholen. Das habe ich mir auch, habe ich die letzten Male auch gar nicht dran gedacht, fällt mir jetzt gerade so ein. Machen wir das mal. Hat keine drin oder was? Doch? Hä? Die müsste ich mir noch wiederholen können. Ich meine, die sind halt kompletter Schrott, ne? Das ist eine Einer-Einheit, aber mir geht es nur darum, dass ich... Ich will erstmal, dass er jetzt seine Karten ausspielt, damit ich weiß, was ich hier platt machen kann mit meinem Verbrennen. Aber es sieht... Ja, er hat keine Karten mehr, das war's. Okay, ich brauche gar nichts Verbrennen, das gewinne ich auch so. Nice. Wie halt einfach mal klirrende Kälte ihn sowas von wegbumst, aber vom Allerfeinsten. Das wäre so ein krasser Angriff, wenn er halt nicht alles auf 1 reduziert hätte. Was hat er denn eigentlich für eine Fähigkeit? Wirf zwei Karten ab und zieh eine neue deiner Wahl. Ah, okay. Egal, gewonnen, einfacher Kampf. Das war, ja, aber auch ein bisschen Glück, dass wir Verbrennen hatten, auf jeden Fall. Das war klirrende Kälte hatten. Sehr geil. So, jetzt.
Müssen wir mal schauen. Ich glaube nämlich, hier steht, wir haben jetzt zwar ein Quest ausgegeben, aber ich glaube, hier steht noch irgendwo jemand rum, der ein Quest für uns hat, aber da müsste wahrscheinlich einen eigenen Namen haben. Meistens haben die einen eigenen, also die haben ja immer einen eigenen Namen, mit denen wir reden. Graf Moniers Wache, der vielleicht. Ja, Bruder Ritter? Der Schlechter von Blaviken wird zum Retter von Toussaint? Interessant. Ihr seid doch alle nichtsnutzige Trottel! Ne? Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Oh. Oh. Ich muss zum Arzt. Oben vielleicht? Nee. Nee. Na gut, dann eben nicht. Ich dachte, hier wäre noch jemand, aber anscheinend nicht. Man erzählt. Aber kurz abgekürzt, sorry. Und man flüstert noch mehr. Tolia, komme ich zu spät, um mitzumachen? Wir haben noch einen Platz für jemanden, der Abelljagden, weißt du mein? Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht glücklich. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Erzähl mir von der neuen Fraktion, wie bist du auf die Idee mit der neuen Fraktion gekommen? Wieso, wie bist du auf die Idee? Der hat doch gerade erzählt, dass es sein Bruder war und nicht er. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Was ist denn eigentlich in 100 Jahren, wenn die ganzen Charaktere und Menschen in diesem Spiel nicht mehr leben? Werden die dann überarbeitet, die Karten? Werden dann neue Leute erfunden? Also nicht erfunden, sondern werden dann die Menschen, die nicht mehr leben, quasi ersetzt mit neuen Helden aus der jeweiligen Zeit? Oder ist das Spiel erst so alt, dass es nur aktuelle Helden geben kann, weil es jetzt erst vor 50 Jahren erfunden wurde oder so? Müsste man mal drüber nachdenken. Eine sehr intelligente Frage, die ich gestellt habe. Da muss ich mich selber loben. Ob da schon jemand anderes drüber nachgedacht hat? Ich glaube nicht. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Oh nein! Wollen die mich verarschen? Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht.
Der hat sein Haus noch gar nicht gesehen. Gut, ja, wir spielen die natürlich. Ich habe zwar nicht alle Karten, aber dann werde ich halt das Turnier erst spielen, wenn ich die Karten habe. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gwyn-Spieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Toll. Aktueller Kartensatzstärke 20 von 24. Reines Gold. Dann muss ich mir wohl mal das blöde, skellige Kartendeck angucken, wie es aussieht. So, Anführerfähigkeit. Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihre Kartensätze zurück. Naja. Hat man nicht noch einen anderen gezogen? König Bran. Ein König braucht Weisheit, Autorität und Eier aus Stahl. König Bran. Niemand kann Bran ersetzen, obwohl es viele versuchen werden. Einheiten verlieren bei schlechtem Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. So, was nehmen wir jetzt mit rein? Also, verbrennen. Ne, wir nehmen erstmal die Sachen. Ne, wir gucken erstmal. Madröme, was ist das? Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden verwandelt. Cirilla, ja, die Karten, die wir sowieso brauchen, weil sie einfach fraktions- und los und geil sind, die nehmen wir natürlich rein. So. Gaunter Odim, Finsternis. Okay, Rittersporn. Gaunter Odim. Was war das nochmal? Finde Karten mit gleichem Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Zählt dann auch diese Finsternis? Wahrscheinlich, ne? Mysteriöser Elf brauchen wir auf jeden Fall. Halmar auf jeden Fall. Sehr geil. Betrauen wir nicht die Toten, trinken wir lieber zu ihrem Gedächtnis. Gedächtnis? Nicht Vermächtnis oder so? Skellige Sturm. Das ist kein normaler Sturm, das ist der Zorn der Götter. Die Stärke aller Fernkampf- und Belagerungseinheiten wird auf 1 reduziert. Dann mal gucken, ob wir das dann brauchen. Ich werde erstmal nur so ein ganz grobes Deck bauen. Lugos der Irre. Oh! Blaujungi Lugos. Ich könnte vor Langeweile kotzen. Das sind ja alles total schwache Einheiten. Sechser. Krieger des Clans Ankret. Ich werde den Ankret solche Ehre machen, dass ich die Barden mit ihren Lobeshymnen heiser singe. Lege diese Karten neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Das ist schon mal gut. Die haben wir dreimal. Die gehen auf 12 dann. Nehmen wir alle drei rein. Lege diese Karten neben eine Karte mit demselben Namen und die Stärke beider Karten wird zu verdoppeln. Das ist der gleiche Effekt, nehmen wir auch mal rein. Aber das Ding ist halt, du musst halt auch das Glück haben und die zweimal auf der Hand haben. Das ist halt nicht so einfach. Du kannst ein bewegtes Ziel also auf 200 Schritt treffen, ich auch, bei Sturm. Sechser, es ist nicht wirklich stark. Holger Schwarzhand. Trinken wir auf den Kaiser von Nilfgaard, möge sein Schniedel für immer schlaff sein. Auch viel zu schwach. Donner an Hinder. Ich habe alle Jahres versammelt, bringt dein Anliegen vor, auch zu schwach. Udalrik, hark mir nach, wenn ihr den Mumm habt. Svanrige, der Kaiser hat ihn auch für einen Zufallskönig gehalten, zuerst. Berserker, töten, vermeiden, zerfetzen. Wird in einen Bär verwandelt, wenn eine Madrome-Karte in der gleichen Reihe liegt. Das ist zu schwach, die Kombo. Schmied des Clans, Todachroch, mach dich auf Prügel gefasst. Skalde des Clans Hemmey. Die Taten des Clans Hemmey werden in die Geschichte eingehen. Leichtes Langschiff. Ihnen entkommen in den Gewässern von Skellige. Viel Glück. Finde Karten, spiel sofort aus. Oh. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann habe ich mit einer Karte 12 ausgespielt. Nehmen wir also auch dreimal rein. Sie werden an unseren Schilden zerspritzen wie Wellen an der Steilküste. Sehr geil. Schildmeid des Clans Drummond. Lege diese Karte neben ein, um die Stärke. Ja, da ist aber nur eine 8er Einheit. Das ist eigentlich schon wieder ziemlich schwach. Das ist auch die Schildmeid. Ist wieder das gleiche. Ja.
Drake Bondu. Hört die Geschichte der heroischen Taten des Clan an Krayt. Verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten in dieser Reihe. Maximal eine Karte. Aber ich glaube, ich habe ja gar nicht so viele Belagerungseinheiten, ne? Eine, das Kriegslangschiff. Und das war's. Das sind drei Einheiten. Das lohnt sich also gar nicht bisher. Birna Bran. Skelly gebraucht einen starken König um jeden Preis. Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Junger Berserker. Trachtprügel. Das war's schon. Oh, fuck. Das ist echt nicht so gut. Wir haben noch nicht mal voll. Also das, ja, Das ist echt ein schwaches Deck. Gerade mal 89 Einheiten bis jetzt. 89 Einheitensteige. Da brauchen auch die anderen Karten noch nicht reinpacken, weil das ist sinnlos. Jetzt dreimal Verbrenn reinnehmen und den Sturm. Das Deck ist zu schwach. Also wir brauchen damit auf jeden Fall noch nicht spielen. Wir gucken uns aber jetzt nebenbei immer so ein bisschen an, was abgeht, ne? Ganz einfach. Das heißt, es sind auch die Karten interessant, die wir jetzt gewinnen. Oder kaufen oder finden oder wie auch immer. So, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir erstmal das nächste Nebenquest suchen, fällt mir gerade ein. Mein fehlt ein Ritter zu dienten. Einvernehmlich in Buclair. Trifft dich mit Kaufleuten im Lager. Okay, das ist weit weg. Quint, das große Turnier. Finde andere Quint-Spieler. Ja, das hatten wir schon. Quint, hurra, hurra, Skellige ist da. Das haben wir die fehlenden Karten, das Skellige Kartensatzes. Gesänge eines Ritterherzens. Ist recht nah, aber ich glaube, hier war auch ein Quest, ne? Das ist also näher. Zu Hause ist es am schönsten. Lass uns jetzt zu unserem Haus gehen. Da müssen wir eigentlich mal ganz schnell hin, weil ich das sehen will, aber ist halt auch weiter weg. Da kommen wir schon noch irgendwann hin. Gesänge eines Ritterherzens, mehr als ein... Was, Gesänge? Ach, jetzt bin ich durcheinander. Hat man das jetzt schon? Ja, ne? Ja. Zu Hause ist am schönsten, bis das Tod der Tod euch scheidet. Das hat man, glaube ich, noch nicht. Ah, da unten. Ich glaube, das ist als nächstes dran. Also das müsste dann am nahesten sein. Gesänge eines Ritterherzens, zu Hause am schönsten. Es kann nur einen geben. Ist weiter weg. Transformation. Oh, hier unten ist viel. Hier unten ist viel. Interessant. Gesänge eines Ritterherzens. Mächtige Eier aus Granit. Mhm. Also hier ist echt viel in der Gegend, fällt mir gerade auf. Es ist schwerer herauszufinden, was am nächsten ist. Wisst ihr was, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Hier ist in der Stadt so viel los. Ist jetzt auch egal, ob jetzt eins direkt neben mir ist oder ob das nächste paar Schritte weit weg ist. Ich werde jetzt einfach die Sachen abarbeiten, die halt hier alle nah in der Stadt sind. Und dann damit hat sich, würde ich sagen. Das ist am schnellsten, als wenn ich jetzt eine Stunde lang gucke und rätsel, welches dieser... Och, ich dachte, ich kann da drüber springen und abkürzen. Komm. Eine unsichtbare Wand. Oh, wollen die mich verarschen? Fuck. Geh mal hier langsam abkürzen. Ja, ich laufe das jetzt einfach ab. Das ist viel schneller, als wenn jetzt hier stundenlang... Ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt so viele Nebenquests alle direkt hier sind. Ich meine, klar, das Anschlagbrett war ja auch von hier. Was war das gerade? In Übereinstimmung mit Artikel 161 des herzoglichen Kodex verspricht der Generalstaatsanwalt der Stadt Buclair demjenigen eine Belohnung, der Lot, Sohn von Marek alias Halbblut, vor Gericht bringt oder seinen Tod nachweisen kann. Okay. So ein Turnier habt ihr noch nicht gesehen, denn so ein Turnier hat es noch nie gegeben. Alle Quint-Liebhaber, bla bla bla. Drei Wänse habe ich. Einen davon kann ich mich zeigen. Ach, Moment, wenn wir einmal hier sind, können wir erstmal zu unserem... Es ist kein Held. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Schlechter von Blaviken. Wie komme ich denn jetzt da rein? Oh, diese Stadtführung, ey. Wo sind denn die Türen dafür? Sind die alle hinten, meine oder was? Meine Kaiser sind die Besten. Diesseits der Yaruga. Also ein Ausrufezeichen geht sowieso vor. Ah, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich?
Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Hm, was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Krasser Ehrenmann, was ist da los? Leider sagt mir der Typ gar nichts. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Ja, das mache ich auch, aber... Schade, ich hätte gehofft, dass hier jetzt auch ein Charaktereintrag kommt und ich dann dementsprechend mehr erfahren kann. Aber das ist doch schon mal gut zu wissen. So, gehen wir erstmal hier zu dem Kollege. Wollte zwar kein Licht machen, aber ist auch okay. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Sag an, Schmuckerritter. Da fällt mir ein, wir machen hier erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal und dann holen wir uns die nächste skellige Karte, die wir brauchen. Tschö.